Wer sich mit der Erstellung von professionellen Zeitraffer-Videos beschäftigt, wird relativ schnell einen Slider, also eine motorisierte Schiene samt programmierbarem Drehkopf, auf seine Wunschliste packen. Als ich im Jahr 2013 mit der Erstellung von Zeitraffer-Videos begonnen habe, war die Technik noch nicht so weit wie heute und der Aufbau sowie die Programmierung der entsprechenden automatisierten Bewegungen war relativ kompliziert. Heute, 8 Jahre später, ist es schon beachtlich, wie sich die Technik weiterentwickelt hat. Das Endergebnis ist grundsätzlich das gleiche, doch der Aufbau ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Besonders faszinierend ist der simple Aufbau bei den Produkten von Rhino Camera Gear. In meinem Test erfahrt ihr, welche Erfahrungen ich mit dem Timelapse Slider Bundle gemacht habe, welches neben einer motorisierten Carbon-Schiene den Motion Control Drehkopf Arc 2 enthält. Das Timelapse Slider Bundle von Rhino ist dabei keinesfalls nur für Zeitrafferaufnahmen geeignet. Wer butterweiche Kamerafahrten für Videos haben möchte, wird einen Slider auch nicht mehr missen wollen. Ich setze Slider inzwischen vor allem bei der Erstellung von hochwertigen Produktvideos und Werbefilmen ein. Mit einem Gimbal wie meinem DJI Ronin RS2 sind zwar auch schöne Kamerafahrten möglich, diese eignen sich aber eher, um größere Distanzen zurückzulegen. Für Produktvideos oder Makroaufnahmen ist ein Gimbal dagegen völlig ungeeignet. Für Kamerafahrten, die maximal 90 cm lang sein sollen und vor allem für Makroaufnahmen, kommt man um einen Slider nicht herum, wenn ein professionelles Ergebnis wichtig ist. Dieser 42 Zoll Carbon Slider ermöglicht eine tatsächliche Kamerafahrt von 90 cm, wenn man die Abmaße der Befestigungsplatte berücksichtigt. Der Carbon Slider selbst wiegt laut meiner Messung nur 2,5 kg. Samt Motor sind es 3,1 kg und mit dem Arc 2 liegt das Gesamtgewicht bei rund 5,9 kg. Immer mehr Videoprodukte setzen inzwischen auf Carbon-Elemente. Beim recht neuen DJI Ronin RS2 ist dies ja auch der Fall. Hier blende ich euch einfach mal einen Carbon-Vergleichsshot ein. Beim Timelapse Slider Bundle wird der vibrationsärmere High-Torque-Motor mitgeliefert. Im Gegensatz zum High-Speed-Motor kann dieser eine deutlich höhere Nutzlast bewegen und der Slider kann damit auch senkrecht betrieben werden. Hier solltet ihr unbedingt darauf achten, dass der Motor dann am oberen Ende des Sliders ist. Bei der ersten Inbetriebnahme ist das Timelapse Slider Bundle blitzschnell aufgebaut. Der Motor wird einfach auf den Slider gesteckt und zwei Schrauben müssen nur noch von Hand festgezogen werden. Vor der ersten Fahrt sollte nicht vergessen werden, die Sicherung zu lösen. Anschließend wird der Arc 2 montiert. Nettes Gimmick, das Menü bietet eine Funktion, um den Arc 2 am Slider automatisch festzuziehen. Am Arc 2 befindet sich noch ein Werkzeug, welches auch gleichzeitig ein Flaschenöffner ist und damit wird das Gerät dann zur Sicherheit von Hand etwas festgezogen. Auch die Demontage kann automatisiert erfolgen. Im Arc 2 befindet sich auch die Batterie für das komplette System samt Slidermotor. Damit der High-Torque-Motor mit Strom und mit den Steuerbefehlen versorgt wird, wird dieser mit dem beiliegenden RJ45-Netzwerkkabel mit dem Arc 2 verbunden. Der Slider kann also nicht ohne Arc 2 betrieben werden. Dies ist auch das einzige Kabel, welches für den Betrieb benötigt wird. Simpler ist ein Aufbau also kaum möglich. Der Slider selbst verfügt an den Enden über ausklappbare Standfüße. In einigen Situationen müssen so nicht mal Stative mitgeschleppt werden. Besonders praktisch sind diese ausklappbaren Standfüße bei bodennahen Aufnahmen. Am besten betreibt man den Slider aber mit zwei Stativen. Zwar befindet sich auch in der Mitte ein Stativanschluss, ich rate aber aus Stabilitätsgründen davon ab, nur ein Stativ zu verwenden, wenn man nicht gerade ein massives Studio-Säulenstativ mit einem Gewicht von um die 100 kg besitzt. Und selbst damit habe ich in einem Studio bei einem Fotografen aus Nürnberg, der ebenfalls das Rhino-System nutzt, keine guten Erfahrungen gemacht. Gerade bei Makroaufnahmen mit dem Venus Optics Laowa 24mm Probe sind damit keine komplett wackelfreien Kamerafahrten möglich. Mit einem optionalen Batterie-Dummy-Adapter kann die Batterie im Arc 2 außerdem die Kamera mit Strom versorgen, was ich aber mangels Adapter nicht ausprobieren konnte. Falls der Arc 2 für Zeitrafferaufnahmen die Kamera steuern soll, benötigt ihr noch ein entsprechendes Kamerakabel. Dieses wird nicht mitgeliefert und je nach Hersteller wird hier ein passendes Kabel benötigt, da es hier keinen Standard gibt. Einen Link zu entsprechenden Kabeln findet ihr in der Videobeschreibung.
Kürzlich habe ich auch den LR Timelapse Pro Timer 3 Intervallauslöser getestet. Dieser bietet viele nützliche Funktionen für professionelle Zeitrafferfotografen. Damit der Pro Timer 3 mit einem Slider verwendet werden kann, muss dieser in einen Slave-Modus versetzt werden. Rhino hat mir mitgeteilt, dass beim Arc 2 darüber nachgedacht wurde, aber die Nachfrage nach diesem Feature sehr gering war und es aktuell noch keinen Slave-Mode gibt, aber diese Funktion vielleicht für die Zukunft in Betracht gezogen wird. Möchte man also den Pro Timer 3 zusammen mit einem Slider nutzen, muss man derzeit leider zu Produkten von Emotimu, Dynamic Perception oder Black Forest Motion greifen. Hier noch ein wichtiger Hinweis aus eigener Erfahrung: Bei der Zeitrafferaufnahme sollte man bei Canon-Kameras unbedingt darauf achten, dass im Kameramenü Einzelbild und nicht Reihenaufnahme eingestellt ist, da er sonst statt einem Bild viele Bilder hintereinander schießt und die Zeitrafferaufnahme unbrauchbar ist. Meine Kameras sind standardmäßig auf Reihenbildaufnahme eingestellt und so hat es bei mir etwas gedauert, bis ich die Ursache dieses Problems gefunden hatte. Herzstück des ganzen Systems ist der bereits erwähnte Motion Controller Arc 2. Dieser ist für die Steuerung des Slider-Motors notwendig und führt außerdem Schwenk- und Neigebewegungen der Kamera aus. Dazu arbeitet man mit sogenannten Keyframes. Mit einem kleinen Joystick, der an einen PlayStation-Controller erinnert, legt man zunächst einen Startpunkt fest. Anschließend fährt man den Slider und den Arc 2-Kopf in die gewünschte Kamera-Endposition und setzt dann einen zweiten Keyframe. Das war es auch schon. Diese Strecke fährt das System dann automatisiert und gleichmäßig ab. Aktuell sind nur zwei Keyframes möglich. Rhino arbeitet laut einem Ticket aus dem Jahr 2019 daran, weitere Keyframes hinzufügen zu können. Einen Link dazu findet ihr auch in der Videobeschreibung. Der Loop-Modus ist bei Videoaufnahmen besonders praktisch, wenn Szenen erst getestet oder wiederholt werden sollen. Für professionelle Produktionen ist es von großem Vorteil, dass die Bedienung komplett am Gerät erfolgen kann und kein Smartphone oder eine App erforderlich ist. Slider von Firmen wie Edelkrone oder Black Forest Motion setzen zur Bedienung normalerweise eine App voraus. Wer den Rhino Slider gerne mit einer App bedienen möchte, kann dies aber auch tun. Nur der Timelapse-Modus steht in der App noch nicht zur Verfügung und es erscheint der Hinweis Feature coming soon. Praktisch ist die App vor allem, wenn bei Videoaufnahmen manuelle Kamerafahrten durchgeführt werden sollen, falls die aktuell zwei möglichen Keyframes nicht ausreichen. Außerdem vermeidet man so Wackler, denn während einer Aufnahme sollte man den Arc 2 lieber nicht bedienen. Weiterhin kann die Smartphone-Kamera als Tracker für einen Interview-Modus eingesetzt werden. Der Motor für den Slider und auch der Motor im Arc 2 sind übrigens sehr leise und arbeiten bei langsamen Kamerafahrten nahezu lautlos. Der High-Torque-Motor ist eher für langsame Kamerafahrten geeignet. Etwas gestört hat mich bei den Arc 2 Einstellungen, dass bei Videoaufnahmen Kamerafahrten immer mindestens 40 Sekunden dauern und der Wert nicht nach unten angepasst werden kann. Egal, ob die Kamera also eine Strecke von 90 cm zurücklegt oder nur 10 cm. Die Kamerafahrt dauert immer mindestens 40 Sekunden und man muss dann in der Videoschnittsoftware die Geschwindigkeit bei Bedarf erhöhen. Auf Nachfrage hat mir aber Rhino mitgeteilt, dass in den nächsten Monaten ein Update für den High-Torque-Motor erscheinen soll, der kürzere Intervalle bei kleineren Fahrten ermöglichen soll. Doch jetzt kommen wir zum Trick. Der Arc 2 kann ja auch als Standalone-Gerät ohne Slider und damit auch ohne den High-Torque-Motor betrieben werden. Besonders praktisch ist dies, wenn man mobil sein möchte, aber dennoch professionelle Kamerabewegungen mit automatisierten Neige- und Schwenkbewegungen durchführen möchte. Dabei kann man im Arc 2-Menü den verwendeten Motor auswählen. Ist hier der High-Torque-Motor ausgewählt, wird die Drehkopfbewegung auch mit mindestens 40 Sekunden festgesetzt, auch wenn der Slider samt Motor gar nicht verwendet wird. Hier habe ich einen kleinen Hack entdeckt. Verwendet ihr nur den Arc 2, könnt ihr im Menü einfach den High-Speed-Motor auswählen und dürft dann ab sofort bei Videobewegungen 12 Sekunden statt 40 Sekunden auswählen. Vergesst nur nicht, die verwendete Motorversion wieder umzustellen, falls ihr den Arc 2 wieder mit dem Slider verwendet. Wer dagegen schnellere Videobewegungen samt Slider realisieren möchte, kommt derzeit um den High-Speed-Motor nicht herum, der für 250 US-Dollar auch einzeln angeboten wird. Das Timelapse Slider Bundle wurde mir von Rhino zur Verfügung gestellt und direkt aus den USA zugeschickt. Aktuell kostet das Bundle im Rhino Online-Shop 2650 US-Dollar, was umgerechnet etwa 2218 Euro entspricht. Hinzu kommen noch die Versandkosten. Die Lieferung per FedEx hat in meinem Fall genau 9 Tage gedauert. FedEx hat mich dabei in diesem Zeitraum bezüglich einer Zollauskunft kontaktiert und dann die Zollabfertigung übernommen.
Ich musste FedEx bestätigen, dass ich die Zollgebühren dem FedEx-Zusteller in bar aushändige. Bei der Zustellung wollte der Fahrer zu meiner Verwunderung dann doch kein Geld. 17 Tage später habe ich aber von FedEx eine Rechnung über Vorlageprovision, Zölle und die Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von rund 600 Euro erhalten. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Produkt bei Rhino. Falls ihr über meinen Affiliate-Link ein Rhino-Produkt bestellt, erhalte ich eine kleine Provision und ihr unterstützt somit diesen Kanal. Fazit: Schönes High-End-Equipment ist schön und gut, aber was nützt dies, wenn der Aufbau und die Bedienung kompliziert sind und man sich am Ende doch gegen den Einsatz entscheidet? Gerade bei Zeitrafferaufnahmen kam aus diesem Grund mein bisheriger Slider nur sehr selten zum Einsatz und wurde vor allem für Produktvideos und Werbefilme im Studioeinsatz genutzt. Genau hier liegt, wie ich finde, der größte Vorteil vom Rhino-System samt ARC 2 Motion Controller. Das Bundle kann in der mitgelieferten und sehr wertigen Tragetasche komplett montiert verstaut werden. Selbst der ARC 2 muss dazu nicht vom Slider demontiert werden. Die Bedienung mit dem Joystick samt dem Setzen von Keyframes ist kinderleicht, sodass auch ohne großen Zeitpuffer der Sonnenuntergang zukünftig hoffentlich nicht mehr verpasst wird. Die App selbst ist ein nettes optionales Gimmick, ich arbeite aber lieber mit dem Joystick. Positiv ist auch, dass Rhino weiterhin an der Optimierung des Geräts und an neuen Firmware-Updates arbeitet. So gehören meine Kritikpunkte mit den nur zwei möglichen Keyframes und die langsamen Kamerafahrten mit dem High-Torque-Motor bei kurzen Distanzen hoffentlich bald der Vergangenheit an. Das i-Tüpfelchen wäre natürlich noch der Slave-Mode. Mit einem Kaufpreis von rund 3000 Euro inklusive Versand- und Zollgebühren ist das Bundle auf den ersten Blick kein günstiges Vergnügen. Dennoch ist es sein Geld für professionelle Zwecke allemal wert. Gerade im Studioeinsatz bei der Produktion von Produktvideos ist dies ein unverzichtbares Hilfsmittel und hier liegt auch zukünftig mein Haupteinsatzzweck. Falls euch mein Erfahrungsbericht gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Abonniert gerne auch den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos zum Thema Filmproduktion zu verpassen. Noch mehr Infos zum Timelapse Slider Bundle findet ihr auch in meinem Artikel auf timelapse-movie.de.